Durch den Wind mit Tobias Mann. Na, Sie da am Radiogerät? Johann Wolfgang von Goethe, also die Urfaust im Boxring deutscher Literatur, hat mal gesagt: Alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in Mittelmäßigkeit zu verharren. Anders gesagt, wenn wir die Möglichkeit dazu bekommen, sabbeln wir uns sinnlos um den Verstand. Und recht hat er, der feine Herr Goethe. Schließlich haben wir heute neben Telefon und Fax auch noch Skype, E-Mail, MySpace, Facebook, Twitter. Man weiß ja schon gar nicht mehr, aus welchem Chatfenster man sich rausstürzen soll. Aber wird unser Gesabbel dadurch besser? Nö, im Gegenteil. Der Wortschatz wird kleiner, weil man zum Beispiel in einer SMS nur noch die Wörter benutzt, die die automatische Rechtschreibkorrektur des Handys auch erkennt. Diese digitale Seuche in unseren Mobiltelefonen, die ständig alle Wörter verändert, die wir eintippen. Man wird wahnsinnig. Aus schon macht sie schön, aus schön macht sie schon und aus dem kleinen Artikel eine wird plötzlich Eibe. Ja, was zum Geier ist denn eine Eibe? Eibe, die Giftpflanze des Jahres 2011, bildet eine Pflanzengattung. Fresse Wikipedia! Tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Aber manchmal will ich einfach nur sorry schreiben, macht mein Handy Rossi draus. Genervt lasse ich das dann so schicks ab und schwupps fragt mich ein Freund: Sag mal, kennst du einen Rossi? Nee, wieso? Der hat sich gerade bei mir entschuldigt. Es ist doch irre. Was würde ich gern mal eine SMS schreiben, in der Wörter vorkommen wie Beruf oder Spornstreichs? Ich würde gerne tippen: Oh Schatz, ich möchte spornstreichs nach Hause zurückkehren, um Behuf meiner Aufgabe als Ehegatte dich zu liebkosen. Ich will eilen, Flux. Meinten Sie Fuchs? Nein, Flux! Flux werde ich eilen, auf dass ich mir nicht deine Unbill zuziehe. Das wäre eine schöne SMS. Wobei Unbill, kennt man das noch? Kleiner Tipp, Unbill ist kein schlechter Cowboy. Das wird oft verwechselt. Ups, hab eine SMS gekriegt. Mal gucken, wer schreibt. Wohlan, mein Adlatus. Ich kehre nächste Woche wieder, um die Menschen zu mesmerisieren. Gruß, Volker. Volker? Ach ja, wunderbar. Volker Pispers kommt nächste Woche zurück. Na, dann mach ich mich mal spornstreichs auf in den Orkus des Windes, durch den wir alle sind. Tschüss.